Töpffahren in der Provence. Vor 100 Jahren ist da noch ein Paul Cézanne mit Pinsel und Staffelei in der Landschaft gestanden. Wer am letzten Wochenende durch die Landschaft töffelt ist, dem steht der Sinn weniger nach schönen Künsten als nach der Kunst, sich auf zwei Rädern möglichst schnell fortzubewegen. Später trifft man alle Töpffahrer wieder am Eingang von der Rennstrecke von Le Castellet im Hinterland von der Côte d'Azur zwischen Marseille und Toulon. Unter Töpffahrer sagt man, dass die Weihnacht nicht im Dezember stattfindet, sondern schon im September. Eben da, am legendären 24-Stunden-Rennen, am Boldar. So ein Anlass hat eine entsprechende Zuschauerkulisse. 80'000 sind es an diesem Wochenende aus allen Ecken von Europa. Ich bin aus Deutschland, ich bin 1600 Kilometer hierher gefahren. Von mir aus kommen wir und dann gehen wir killen. Was ist das? 800 Kilometer haben wir gefahren. Hello, yeah, we come from London. It's come 1400 kilometers to get here today. And it's been very nice. Ouais, ben là on vit à Duchère entre Bourges et Orléans. Puis on a fait 750 km. Voilà. Merci. Kurzer Blick in die Box vom White Endurance Team. Sim hat die letzten Vorbereitungen getroffen für den Töpferstart, wenn ich gestossen wird und heute schnell getankt. Und fertig ist das Werk, aber die Startlinie mit dem Es ist natürlich ein besonders interessantes zweites Endurance-Team aus der Schweiz. Es ist ein Team vom Fernsehen DRS, ist dort runter für einen Beitrag zu filmen vom Karussell. Das sind jetzt die Vorbereitungen, die wir hier sehen. Die Beiträge kommen natürlich auch in diesem Film. Es war ein enormer Aufwand, die Leute alle herzustellen. Also ich bin der Kalle Nuli, fahre seit dem 80er-Rennen. Ich bin der Christian Monsch, ich fahre seit dem 78er-Rennen und bin jetzt dieses Jahr bin ich zweiter Pilot vom Langstreckenrennen. Mein Name ist Schleifli Robi, ich fahre seit 1980. Deuxième position, nous avons la Honda numéro 66, celle de Bonneville, Vallée et Calatayud. À la 13e place, la Honda numéro 12, celle de Étienne, Chimera et Doradigas. Cette machine qui est préparée par Audemars et Mattioli. D'ailleurs, Mattioli a depuis été remplacé. C'est Bernard Millet qui a pris sa place.
donc sur cette Yamaha numéro 16 aux côtés de Thierry Krien et Jean Forêt. En 17e position, la Honda des Suisses Scheffler, Kallen et Munch, numéro 52. 18e place pour la Honda numéro 37, celle de Tiberio, Mounier et à la 31e place, la Suzuki numéro 48 de Granier, Bessozzi et Robert. En 32e celle de Bastien, Griff et Bobby. Was wir hier sehen, ist Fredo im Tank und er macht das Gang super hart, genau bis oben am Rand. Und somit geht auch der Töpf von My Dangerous Team mit Startlinie aber gestossen. Das wäre noch der Töpf vom Team Nummer 26, wo der Manfred Tomio mitfährt. Am Samstagmittag wird es langsam hektisch. Nicht weniger als 80 Rennmaschinen werden durch die Startlinie geschoben. Pro Team dürfen 3 Rennfahrer und 3 Mechaniker eingesetzt werden. Aber eben nur ein TÜV. Über schön mit dem Morgen.
flying high every night. City lights so bright out in the streets every night. No loving arms. How I miss your loving arms to hold me, to hold me. So light, I'm dancing as always, out in the street. Du kommst nicht nach Hause, don't come home. Where were you in my night? I said don't go, I needed you so. Where were you in my night? I said don't go, I needed you so. Where were you in my night? I said don't go, I needed you so. Brother John. A bundle of lies, you know.
quant à négocier, Gérard Poulier, on peut dire que là, nous abordons une courbe assez longue. Oui, c'est la courbe Sunbowl qui commande la longue ligne droite. Donc la vitesse de pointe atteinte en ligne droite, justement, dépend de la sortie des virages. Donc c'est très important. Alors je vous précise que ces images ont été réalisées lors des... Vous voyez les motos pour l'instant, c'est les... C'est toujours, de toute façon, il est toujours très motivé. Qui confirme que sa Honda est la plus rapide, alors que Christian Sarron sur sa Yamaha. Circa nach 3-4 Stunden ist der erste Boxenstopp. Der Ülo wechselt gegen Schläfli. Looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of your guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen, take the world in a loving embrace. Das wäre also gute 11 Sekunden gsi. Als nächstes sehen wir dort noch den Beitrag, den das Karussell gesendet hat. Läuft es auch unseren Amateur. Platz 10 in der Anfangsphase von dem Rennen. Wenn man ihnen beim Boxenhall zuschaut, hat man den Eindruck, dass dort Profi am Werk sind. Bei den meisten anderen Teams wechselt man den Pilot alle 40 Minuten. Ein Sturz am anderen. Schon nach 2 Stunden wird das Rennen dramatisch. Ça fait longtemps que tu marches? 3 quarts d'heure environ. Schon seit 3 Viertelstunden stoße ich an seinen Töff, seit Nummer 70. So will das Reglement. Stürzt den Fahrer und will das Rennen gleich nicht aufgeben, muss er seinen Töff ohne fremde Hilfe der Rennstrecke nahe zurück in die Boxen stoßen. In der Hoffnung, dass man ihn, den Töff, flicken kann. Pour la réparer, tout est prêt là-bas. Bonne chance. Merci. On est pas arrivé. So der Top-Favorit, die Startnummer 1. So kann man erleben, wie ein Werksteam an einen Töff zusammenflickt. 13 Minuten 22 Sekunden stoppt der Teamchef. Trotzdem wird der Töff nach ein paar weiteren Runden in Ecke gestellt. Die Werks-Yamaha von Jacques Garny liegt somit auf Platz 2. Bei so viel Stürzen kann man sich auf eine lange, harte Nacht gefasst machen. Der Robi Schläfli macht sich bereit für seine Schicht. Ein Unterhosen auf den Kopf, damit der Schweiß nicht in die Augen läuft. Optimismus im Gesicht. Unser Amateur liegt auf Platz 7.
Ein paar Runden später liegen die Trümmer in seiner Box. Da sieht man noch die Spuren von einem schweren Sturz. Ja. Wie ist das passiert? Das ist nach dem Israel gerade passiert. In einer Kurve, die heisst Lysigne. Die Schwane. Das ist die schnellste Kurve auf dem Kurs. Es sind 5 umgekehrt und der eine hat Öl verloren. Und dann bin ich auf das Öl gekommen und bin auch umgekehrt. Nach mir sind noch 3 Stück auch noch umgekehrt. Wenn man mit 200 Stundenkilometer stürzt in der Nacht mit dem TÜV, was passiert da im Kopf? Was denkt man? Ja, es passiert eigentlich nicht viel, weil es sehr schnell passiert. Man muss nur aufpassen, dass man schön auf dem Rücken bleibt und nicht von da rollen oder in die Luft kumpen. Da was denkt man im Moment? An meine Kinder. Glück im Unglück für unsere Amateure. Erstens keine Verletzungen von Robby Schlöffli und zweitens kann man den TÜV wieder flicken. 29 Minuten gehen verloren, im Moment nur noch Platz 32. Aber die Nacht ist noch lang. Thank you.
keinen Boxenstopp finden. Thank you.
Die Einsamkeit der Pilotenfreundin während dem Rennen. Bei unseren Amateuren führt die jeweilige Freundin die Kontrolle. Für die Maria in dem Moment besonders dramatisch, denn ihren Christian wäre schon längst überfällig. Was ist echt passiert? Endlich kommt der Christian zurück in die Boxen. Der TÜV lässt sich nur noch mit Muskelkraft bewegen. Der Christian Monsch hat sein Letztes gegeben. Ja, ist mir schnell rechts, ist mir das Vorderrad weggerutscht und dann jetzt noch ein bisschen Sand drauf gehabt und dann nicht mehr auffahren können. Dann bin ich ins Gebüsch. Nach 17 Stunden ist das Rennen für das Team endgültig gelaufen. Der TÜV ließ sich zwar noch flicken, aber unseren Amateuren fehlt es am Geld und somit am Material. Im Moment mag es einem schon ein bisschen so lange gehabt hat, oder? Und nachher lässt es gehen, aber was wird in 24 Stunden kann so viel passieren und dieses Jahr sind wir ja nicht gerade verwöhnt vom Erfolg. Wir haben bis jetzt in den 24 Stunden Rennen immer noch ein bisschen Pech gehabt. Ja, was soll's, das ist ja so. Was meinen Sie dazu? Ich bin froh, dass sie mich gemacht hat, dass er wieder gesund gekommen ist. We'll be right back.
Marie-Hélène, alors, seule fille engagée au bol d'or ? Oui, comme d'habitude. Une fille face à toute cette meute de garçons, vous vous sentez pas un petit peu gênée ? Non, non, pas du tout. Pourquoi je devrais ? Marie-Hélène à l'attaque, qualifiée sans problème au guidon de sa Suzuki 750 GSX-R, dont elle partage le guidon avec Olivier Roulet et Philippe Amoyel. Wenn Jacques Gorny zu seiner letzten Ablösung parat macht, ist es klar. Für ihn langt es nur für Platz 2. Der Traum vom Bol d'Or-Sieg bleibt ein Traum. Aber vielleicht, Jacques, klappt es nächstes Jahr.